Herzlich willkommen bei Webinaris. In diesem Tutorial möchte ich euch erstmal den Gesamtüberblick über Webinaris geben. Das heißt, dass ihr mal mit der Grundstruktur von Webinaris vertraut seid. Im Prinzip direkt nach dem Login ist das hier zu sehen. Und bei uns gliedert sich alles nach Projekten. Also sprich, ein Webinar ist gleich ein Projekt. Und je nach Tarif kann man eben hier mehrere Projekte haben. Im Prinzip ein neues Webinar erstellen bedeutet auch ein neues Projekt erstellen. Also immer wenn ihr Projekte klickt, neues Webinar erstellen und dann werden die hier im Prinzip untereinander aufgelistet. Zum Verständniserklärung, was das hier bedeutet. Das hier bedeutet immer bearbeiten, also geht man in das Projekt, bearbeitet es, man kann es auch einfach anklicken. Das hier heißt klonen, das heißt man kopiert das Projekt, dann muss man vielleicht nicht alle Einstellungen nochmal neu machen, wenn man das gleiche klonen will, zum Beispiel wenn man einen Split-Test machen will, also Webinar 1 gegen 2 testen etc. Hier löschen und auf diesem Auge, wenn man hier draufklickt, öffnet quasi sich die Landingpage, die zum Webinar bereits angelegt ist. Das ist soweit der Überblick und hier unter Teilnehmer findet man alle seine Teilnehmer, das heißt die Leute, die bereits an einem Webinar teilgenommen haben, die erscheinen dann hier. Dann Webinaris Tour haben wir euch hier gebaut. Hier ist einmal eine grobe Tour durch Webinaris, die die ganzen Funktionen erklärt. Und hier unter Einstellungen findet ihr nochmal Tutorial-Videos. Also es ist ein kleines DVD-Set. Wie genau funktioniert Webinar-Marketing? Wir haben ein Interview mit Alexander Riedl, wie man sein perfektes Webinar erstellt. Alexander Riedl ist da Meister und er erklärt eben, wie man sowas aufbaut. Wir haben ein Video, wie man seine Einlog-Quoten erhöhen kann, wie man mehr an Teilnehmer kommt und wie man auch selber mit Webinaris Videos erstellen kann. Ferner, wenn man noch draufklickt auf Konto, kann man dann eben hier sein Kennwort ändern, seinen Tarif up and down graden. Also das ist übrigens jederzeit möglich, von jedem Tarif in jeden Tarif kann man monatlich wechseln. Das ist soweit der grobe Überblick und im nächsten Video gehen wir dann mal genauer in die Einstellungen rein. Wir erstellen mal hier im ersten Video noch ein Webinar und im zweiten gehen wir dann auf die genauen Einstellungen. Und im ersten Schritt ist es immer notwendig, einen Namen zu vergeben. Machen wir hier Testvideo und dann im Prinzip könnt ihr hier ein Video jetzt hochladen. Einfach mal hier drauf auf Hochladen klickt, öffnet sich ein neues Fenster, wo man dann auswählen kann zwischen einer Datei auf eurem Computer oder über die Dropbox-Integration. Und ich empfehle immer die Dropbox-Integration. Im Prinzip verlinkt ihr hier mit eurer Dropbox und alles läuft im Hintergrund. Ihr müsst da nicht mehr dabei sein. Wenn ihr ein Video hochladet, das dauert immer ein bisschen zum Hochladen und B dauert es auch immer ein bisschen, bis es bei uns konvertiert wird. Wir konvertieren das Video so, dass es für alle möglichen Browser perfekt darstellbar ist, in alle möglichen Videogrößen. Das heißt, es dauert dann immer nach dem Upload circa, ja, je nach Videogröße zwischen 1 und 6 Stunden. Ganz, ganz wichtig und das ist ein Appell an euch, bitte erst immer ein Webinar bewerben, wenn ihr komplett alles fertig eingerichtet habt. Aus der Praxis gab es schon Leute, die immer erstmal ein Webinar bewerben und es dann erst einrichten. Bitte auf keinen Fall. Erst wenn alles fertig eingerichtet ist, dann ein Webinar bewerben. Denn bei Webinaris gilt immer das Prinzip, was zum Zeitpunkt der Anmeldung eingestellt war, wird dem Kunden noch angezeigt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel jemanden einladet und ihr habt noch keine Erinnerungsmails eingestellt, dann wird der auch keine bekommen, auch wenn ihr die im Nachhinein ändert. Das gleiche gilt für Videos. Das heißt, man muss immer vorher alles einrichten. Der Hintergrund ist ein bisschen so ein Schutzmechanismus. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn ihr einen Termin löscht und es hat sich schon jemand zu dem Termin angemeldet, dann kann der trotzdem noch an diesem Termin teilnehmen. Deswegen haben wir auch dieses Prinzip so gebaut. Erst immer das, was zur Zeitpunkt der Anmeldung aktiv war, diese Einstellung werden angenommen. Das heißt, bitte immer erst komplett alles fertig anlegen und erst dann in die Vermarktung des Webinars reingehen. Wir haben hier, um es zu Testzwecken zu verdeutlichen, haben wir hier immer ein Default-Video drin. Das heißt, weil falls ihr noch kein Video habt oder man es gerade nicht hochladen kann, könnt ihr zum Beispiel dieses Testvideo nehmen und dann einfach Speichern drücken. Und automatisch könnt ihr quasi hier euch schon ein bisschen spielen und es sind alle weiteren Funktionen eben schon freigeschaltet. Deswegen ist hier ein Testvideo drin, das kann man nicht löschen, das ist quasi von uns ebenso fest
vorgesehen hier. Und ihr könnt mit dem schon mal arbeiten und dann weitere Videos hochladen. Okay, soweit hier zum ersten Tutorial.